Auf dem Rathausmarkt hat es heute eine Protestaktion der Stiftung Vier Pfoten gegeben. Anlässlich des Gastspiels des Zirkus Krone auf dem Heiligen Geistfeld appelliert die Stiftung an Bürgermeister Tschentscher, sich in Hamburg für ein kommunales Wildtierverbot einzusetzen. Zirkus Krone hat nach 7 Jahren heute Abend seinen ersten Auftritt in der Hansestadt. Erstmals nehmen dabei keine Elefanten an den Aufführungen teil.